Der Herausforderer, Ralf Schumacher 2009 in einer aktuellen C-Klasse, der Jäger. Der Champion, Timo Scheider, Titelverteidiger Nummer 1 und damit der Gejagte. Das Ziel, der Titel. Ralf Schumacher wirkt an diesem Wochenende locker. Der Druck der Vorsaison scheint vergessen. Das neue Auto bringt neues Selbstbewusstsein, aber leider noch keinen Erfolg. Nur Startplatz 12. Ich muss mich da einfach noch ein bisschen einleben. Hab noch nicht so... kriegt noch nichts besser aus dem Auto raus und wenn überhaupt, tue ich mir noch ein bisschen schwer. Das liegt an mir, nicht am Auto offensichtlich und das muss ich einfach nur in den Griff kriegen. Timo Scheider war letzte Saison einer der besten Fahrer im Qualifying, geht jetzt aber nur von Startplatz 5 ins Rennen. 2008 war er nur einmal schlechter. Doch zu Rennbeginn zeigt Scheider wieder das, was ihn letztes Jahr zum Meister machte, einen überragenden Start, an dem er gleich zwei Plätze gut macht. Schumacher ist vom Start weg im Hauptfeld gefangen, eine Situation, die schnell gefährlich werden kann. Denn Rempeleien sind hier an der Tagesordnung. Noch in der ersten Runde kommt es richtig dick. Die Motorhaube von Schumachers Teamkollegen Gary Paffett löst sich bei rund 200 km/h und fliegt Ralf direkt auf das Auto. Doch Schumacher gibt nicht auf, lässt das Dach ausbeulen und fährt weiter. Die Aufholjagd beginnt, er ist schnell unterwegs und wird dann erneut jäh gestoppt. Doch der neue Schumacher hat auch danach noch gute Laune. Das Rennen hat trotzdem Spaß gemacht, es ging ja einiges, war ja einiges los. Da hinten. Trotzdem habe ich nie wirklich aufgegeben, weil ich nicht immer wissen wollte, was im Auto noch geht. Es war zwar ziemlich lediert, aber es ging noch ganz okay. Während der Herausforderer nach zahlreichen Rückschlägen am Ende noch guter Neunter wird, läuft es beim Champion rund. Er kommt ohne Rangeleien durch und als dem führenden Ekström kurz vor Schluss der Reifen platzt, rückt Scheider von 3 auf 2 nach vorne. Somit geht die erste Runde an den Champion. Für mich persönlich, ich freue mich. Gleicher Auftakt wie letztes Jahr, kurz angesprochen eben. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen für Ende der Saison. Mehr vom Duell Herausforderer gegen Titelverteidiger gibt's nächste Woche.